So, dann machen wir hier mal ganz sauber kurz später Vollgas neue Bagdad-Irak. Während die USA das Atlas-Hauptquartier in Neubagdad angreifen muss, ihr Team in der Stadt fliegen und versuchen, Jonathan Irons gefangen zu nehmen. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Die Welt stellt sich eine Frage. Warum der Angriff auf die Vereinigten Staaten? Seit über 100 Jahren halten die Vereinigten Staaten die Welt in einem andauernden Kriegszustand. Immer wieder haben wir die katastrophalen Resultate dieser kriegerischen, militärischen Politik gesehen. Diese Kriege führten nicht zu Konfliktlösungen oder Frieden. Sie führten lediglich zu weiteren Kriegen. Die Vereinigten Staaten gaben bisher den Ton an, weil sie am längsten Hebel saßen. Aber jetzt nicht mehr. Dies ist nicht der Beginn eines Krieges, sondern das Ende aller Kriege. Nach San Francisco stellte sich die freie Welt gegen Atlas. Irons verschanzte sich in seinem Hauptquartier in Neubagdad. Die Kommunikation brach ab. Beide Seiten wussten, was kommen würde. Wir hatten den Auftrag, mit der 37. Luftdivision beim ersten Angriff reinzufliegen. Dann sollten wir uns absetzen, das Atlas-Kommandozentrum infiltrieren und Irons ausschalten. Cormac war endlich am Ziel. Auf diesen Tag hatte er 5 Jahre gewartet. Letzte Planänderung. Sie flankieren von Osten und Norden und geben Team Blau Deckung beim Angriff aufs Ziel. Ja, Sir. Da habe ich es ja gut getroffen. Ihnen wird's nicht besser gehen als den anderen. Ich will nur nicht alle gleichzeitig riskieren. Wir haben nur eine Chance, ihn zu erwischen. Das ist genug. Ich weiß. Bleiben Sie am Leben. Sie werden gebraucht als Zeuge in Den Haag. Das lasse ich mir nicht entgehen. Gut, viel Glück. Sieht schon echt brutal aus, ey. Mehr gab es nicht zu sagen. Wir wussten alle, was zu tun war. Das war der Anfang vom Ende. Für einen von uns. So, jetzt werden wir ja zum Spaß, die da mal einwechseln, ist da in der Luft, ey. So, fucking los geht's. Yeah. Vollgas. 8. Januar 61. 2061, nicht 1961. Sentinel 2-1 nähert sich Panzerwagen Romeo Victor 0 mit Winkel 5. Roger, bleiben Sie bis Neubagdad im Tiefflug. Kingpin Ende. Sentinel Team, sammelt euch! Greift alles an, was kein Sentinel-Zeichen hat. Oh ja. Mann, ja. Drei Feinde voraus. 12 Uhr tief. Dann hauen wir uns mal die Köpfe ein. Einer weniger auf der Liste. Hinterhalt auf 315. Einer ist an den Rand. Passt auf den Verfolger auf. Danke für das Deckungsfeuer. Habt ihr den Arsch gerettet? Hinter, pass auf deine Flügel auf. Vorsicht vor den Trümmern. Mehrfeindflugzeuge beim Bergkampf auf 2 Uhr. Schnappt sie euch. Ziel erledigt. Ach, verdammt knapp. Flagg voraus. Runterbleiben. Wirklich schnell vorbei. Phalanx-Drohnen voraus. Ihr Flügel kommen auf 12 Uhr angeflattert. Feuer frei. Vorsicht vor den Trümmern. Mission, geh nicht über 2000. Ziel erledigt. Ares 3, hier 12 Uhr tief. Ich nehme die linke. Achtung, 6 Uhr, Mission. Bleib in der Schlucht. Steinschlag voraus. Auf die Trümmer aufpassen. Halt den Kopf und... Achtung, 6 Uhr, Mitchell! Nähern uns dem hydroelektrischen Damm. Stützen erfassen und Raketen abfeuern. Ziel erledigt. Lenkertreffer. Vorsicht vor den Trümmern. Feind nicht. Pass auf deinen Arsch auf, Mitchell. Sehr gut. Shit. Arbeit. Brücke voraus! Römerflug, Ausweichmanöver! Passieren Punkt 5. 12 Uhr, 4 Feindflugzeuge auf Konfrontationskurs. Der gehört mir. Arbeit. Sie kommen zurück. Hoch auf 6 Uhr. Nah rangehen und Waffen einsetzen. Nähern uns dem hydroelektrischen Damm. Hab sie im Visier. Den Burschen hab ich.
Heilige Scheiße! Es gibt Feindaktivitäten. Bin an Ihnen dran. Ziel erledigt. Kommando, hier ist Sentinel 01 im Endanflug auf Neubagdad. Verstanden, 01. Die feindliche Luftabwehr beginnt in 1,5 Kilometern. Starte Abwurfsequenz. Autopilot gestartet. Kapsel erfolgreich platziert. 1200 Meter bis zum Ziel. Fahre das System herunter und wechsle auf Tarnmodus. Verstanden, 01. Ihre Staffel ist nicht mehr auf dem Radar. Jetzt geht's ziemlich richtig los, ey. 2-1 sind auf magnetischer Peilung 315 mit 12 Grad in 400 Metern Höhe. Entfernung 2 Seemeilen bis zum Ziel. Over. Verbinde das Hub mit dem Kampfnetzwerk. Unser Primärziel ist die Atlas-Kommandozentrale, von wo aus Irons das Kriegsgeschehen tief im Innern lenkt. Mehrere Geschütze dienen der Stadt als Luftabwehr. Wir müssen sie loswerden, wenn wir das Kommandozentrum erreichen wollen. Distanz zum Ziel 200 Meter. Anzeigen ausschalten und auf Landung vorbereiten. Jetzt wird die richtig los. Jetzt kann ich die richtig... Wir kommen runter! Es wird eine harte Landung! Wir versuchen, in den Finanzdistrikt vorzudrängen. Aber Atlas-Truppen haben den gesamten Sektor abgeriegelt. Verstanden. Vielleicht schaffen wir es von oben hinter die feindlichen Linien. Ihr habt Angriff erlaubt. Verstanden. Greifen feindliche Ziele an. Poseidon 3, hier Athena 4. Bitte für Lagebericht bereit. Da vorne ist das Zielgebäude. Davis, wir nähern uns dem Zielgebäude. Verstanden. Ich schicke euch zwei weitere Trupps. Kommando, Sentinel 2-1. Wir unterstützen die 95. beim Durchbruch durch die feindlichen Linien. Poseidon 3, verstanden. Laserknarre hasselt, macht den Spaß. Weiter, los! Wir müssen zum Zielgebäude. Poseidon 3, hier Athena 4. Wir müssen die Geschütze in der Position beim Zielgebäude. Halten jetzt die Geschütze aus. Verstanden. Wir geben euch Feuerschuss. Oh, hallo. So. 2-1, uns zerreißt es hier fast. Schaltet die Geschütze aus. Ja, so. Komm jetzt in den Schatzplatz hier vorbei. Hallo. Geschütz erledigt! Gut gemacht, Metzger. Nehmen wir uns den Rest vor. Achtung! Ich kann es sehen! Südwestecke des Zielgebäudes! Ich auch ein aktives Geschütz auf der Südwestseite! Melde ihn, melde ihn! Da vorne hagelt Steine! Oh, heftig, Alter. Ares 3, hier Nemesis 1. Ich werde mich mal um den hier. Ares 3. 2-1, und zerreißt es hier. Geschütz erledigt. Achtung, zweiter Stock im Zielgebäude. 2 Uhr. Roger, haltet die Position und gebt mir einen Lagebericht. Okay. Zwei Mann verwundet. Alle gefallen. 20 Feinde, 50 Einheiten. Artillerie geht in Position. Haltet euch bereit. Ares 2 hat einen Überblick über Planvertrag. Bitte bestätigen. Verstanden, Poseidon. Das Ziel befindet sich westlich des Al-Sadi Financial Gebäudes. Verstanden, Poseidon. Das Ziel befindet sich westlich des Al-Sadi Financial Gebäudes. Mehrere ASTs und mindestens 3 schwere Geschütze. AST! Vorwärts! Athena, aktuell. Oh, schwere Mechs geordnet. Hallo. Ausschalten. Den hat der richtige Ausschalten! Was ist der nächsten?
haben ihre Position. Weiter zum Operationszentrum! Schwere Mechs geordnet. Ausschalten. Machen Hackfleisch aus uns. Geh dir, ich brauche Deckungsfeuer. Da vorne ist ein Waffendepot. Mitchell, du begleitest Knox. Schnappt euch die Stinger, wir geben euch Deckung. Los, los, los! Mitchell, ich geb dir Deckung. Schnappt dir die Stinger. Drohnenschwarm! Boah, was denn das, ey? Was soll er machen, die da? Scheiße. Mein Gott! Dieser Mistkerl! Er hat es getan! Was geht da vor? Uns hat's erwischt. Ich brauche einen sofortigen Rettungstransport. Nein, das ist mein Sicher. Wir müssen sofort alle Truppen abziehen! Ja, der kratzt ab, ey. Gut, zack. Wieso sind wir immun? Eins wollte seine eigenen Leute schützen. Wir drei sind wohl immunisiert worden. Zurückschießen! Bürger von Neubagdad, haltet durch. Der Sieg ist in greifbarer Nähe. Sehen Sie sich um. Um uns herum fallen die Feinde, einer nach dem anderen. Jeder einzelne von ihnen kann die Veränderung einläuten. Ja, es wird Verluste und Rückschläge geben. Aber vertrauen Sie mir, wir werden siegen. Die Sicherheit, nach der wir uns alle sehen und die wir alle verdienen, ist nicht weit entfernt. Doch wir könnten sie uns nur holen, wenn auch Sie bereit sind, dafür zu kämpfen. Kämpfen Sie. Der wird sich noch umgucken, ey. Bei uns hat das Manticore bis gegen US-Armee eingesetzt. Sie haben den Angriff dank ihrer Impfung als ehemaliger Atlas-Agent überlebt, aber ihr Team wurde gefangen genommen. Naja, jetzt schreien Holm aus, oder machen wir in der nächsten Runde, aber haut da rein.